So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Die Mädels sind gerade im Erdbeerfeld, Erdbeeren pflücken, habe ich mir gedacht, presse ich mir mal kurz eine Erfrischung rein mit diesem super genialen Eistee in Dosen. Das ist wahrscheinlich nur ganz normaler Zitroneneistee und Pfirsicheistee, aber die Firma hat mich angesprochen, die heißt nämlich Hot Blood. Ihr habt richtig gehört, heißes Blut, Hot Blatt, Eistee, Zitrone-Geschmack und Hotblatt-Eistee, Pfirsich-Geschmack. Ob die jetzt irgendwas Besonderes sind oder nicht, wahrscheinlich nicht, ist nämlich einfach nur Erfrischungsgetränk mit Schwarztee-Extrakt. Ich kann ja noch nicht mal sagen, wo die her sind. Kann sein, dass sie im Kaufland waren oder so. Die wollen wir jetzt aber heute testen und irgendwo muss ich die ganze Zeit an Sarina denken, an blutige Tiers, ihr wisst Bescheid. Das ist der Hotblatt Eistee. Wir machen den jetzt auf, erstmal in Zitrone, füllen wieder hier in das kleine Berliner Luftgläschen ein, um zu schauen, wie der schmeckt. Sieht natürlich dunkel aus, sieht aus wie Pfirsich, probieren wir mal. Ja, schmeckt nach Eistee-Zitrone. Jetzt müsste man natürlich einen Vergleich haben zu einem anderen Eistee-Zitrone, aber ich habe schon so lange keinen Eistee mehr getrunken, dass ich gar nicht weiß, was wie wo. Ich kann das nur beurteilen, das kommt da raus, das bitzelt ein bisschen, das ist aber nicht zu sauer. Das ist okay, die Säure hält sich in Grenzen, es ist schön kühl, es ist aus der Dose, ich mag eh lieber Dosen als Flaschen, deswegen finde ich gut, würde ich nochmal trinken. Hot Blood, also interessante Marke, auch wenn es wahrscheinlich einfach nur Eistee ist, Zitrone, wie jeder andere Zitronen-Eistee auch. Machen wir mal den Pfirsich auf, schenken den mal ein. Aha, das habe ich mir schon gedacht, der sieht aus wie Zitrone, guck. Steht ihr? Merkt ihr den Unterschied? Ich nicht. Wir probieren mal den Pfirsich. So, im Normalfall sage ich immer, dass ich lieber Pfirsicheistee trinke als Zitroneneistee. Hier würde ich sogar sagen, hat mir der Zitroneneistee ein bisschen besser geschmeckt, aber beide finde ich interessant. Beide haben einen recht guten Geschmack. Beide recht kühl, lecker und genial. Das heißt, ich würde beide auch nochmal nehmen, nochmal neu kaufen. Jetzt kommt es auf den Preis an. Wenn das humane, normale Preise sind, dann kann man sich den öfters mal gönnen. Richtig. Kann man sich den richtig öfters gönnen. Ansonsten bezahlt nicht irgendwie euer überteuerten Influenza-Eistee. 3 Euro die Dose. Braucht einfach kein Mensch. Was ich jetzt brauche, ist, dass wir beide Sorten zusammenführen. Ins auf die dicken Bierglas. So, und den Rest jetzt noch wegziehen in Badlands Chucks Manier. So, kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mich ja verbessern, dass es gar nicht Kaufland war, sondern was ganz anderes. Hot Blood Eistee, Pfirsich und Zitrone. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Enough talk.